das uns sehr wertvoll war, das im Film nicht üblich war damals. Da hatte man keine so lichtstarken Objektive. Aber das war nur in Sonderfällen nötig, in der Reichskanzlei oder in besonders dunklen Gefilden, wo kein Licht gemacht werden durfte, um die politische Situation, die diplomatische besser gesagt, nicht zu stören. Am Obersalzberg selbst war ja das große Fenster, da war sehr viel Licht innen in der großen Halle, da war es kein Problem. Und ich muss sagen, ich bin selbst oft überrascht gewesen, wie freizügig man mich hat arbeiten lassen, denn ich war ja kein politischer Mensch, ich war ja Luftwaffenoffizier und hatte trotzdem eigentlich alle Freiheiten. Das Schöne war auch, mit der Handkamera ist man dynamisch, auch im Bild. Das ist entscheidend. Denn früher die Wochenschau hat ja überwiegend vom Stativ aus gearbeitet. Das heißt, die Dinge zogen an der Kamera vorbei. Mit der Handkamera ist man in der Lage, subjektiv zu fotografieren. Das heißt, sich oft in die Person zu versetzen, die man darstellen will. Oder mindestens durch Schnitte, durch viele Schnitte, den Eindruck des Raumes zu erwecken, in dem sich die Szene abspielt. Und das war etwas, was mir besonders lag. Ich bin überhaupt durch die Handkamera vom Film akzeptiert worden, von der Filmproduktion akzeptiert worden. Ich habe da eine Amerikafahrt schon 1933 für die UFA machen dürfen, obwohl es viel berühmtere und bekanntere Kameraleute gab. Und die Handkamera ist eben ein idealer Weg, den filmischen Film zu finden. Jenen Film, den auch die Russen wie Eisenstein und einige große Leute sinnvoll schon begonnen hatten, der uns Vorbild war. Und Béla Balázs, der Ungar, der den Geist des Films beschrieben hat, der auch bei Leni Riefenstahl Mitregisseur war beim Blauen Licht. Dieser filmische Film, das war mein großes Anliegen, auch in die aktuelle Berichterstattung hereinzubringen und sich nicht damit zu begnügen, nur eine Wiedergabe, ein Reflex des Dargestellten zu bringen, sondern die Sache selbst als Primat in die Handlung zu bringen. Und das, hoffe ich, ist bei dieser Arbeit sogar auch im Kriege möglich gewesen. Meine Damen und Herren, den ersten Teil von Fritz Langs pittoresk-künstlichem Indienfilm Der Tiger von Eschnapur konnten Sie am vergangenen Samstag sehen. Er führte den Architekten Paul Hubschmidt und die Tempeltänzerin Deborah Paget über Palastdächer und Teichanlagen in den Dschungel und in die Wüste. Der zweite Teil des Abenteuers, das indische Grabmal, führt uns heute unter die Erde. Nach ihrer Flucht aus Eschnapur geraten die Liebenden in neue, märchenhafte Gefahren, in Labyrinthe aus Höhlen, Kammern und Katakomben.